ist aber noch mal mutig. Okay, das reicht jetzt. Ich weiß jetzt leider nicht, wo die Missileinheit steht, sonst könnte ich da ein bisschen genauer taktieren, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. In welcher Situation müsstest du den Code der blauen Armee zwappen? Das nächste Mal, wenn ich die Tech Power durchführe. Da stehen sie ja alle unten. Allerdings werde ich die wahrscheinlich sowieso ein bisschen verzögern müssen. Wobei, ich glaube, ich kann nur mal ganz kurz auf Semi wechseln. Einfach damit ich den Capture in 2 Tagen gleich durchkriege. Jawohl, der Speer hat überlebt. Knapp, aber immerhin hat er überlebt. Ein HP ist mir erst genug. Mit dem Großwerb ist die Runde Ende. So. Okay. Schön die Wälder als Deckung ausnutzen. Im Wald sieht er mich nicht, wenn er nicht direkt daneben steht. Damit kannst du auch gegnerischen Kanonenfeuer entgehen. Yep. Jetzt wird die große Frage, wie viele Sterne habe ich jetzt noch drauf, weil sonst mache ich jetzt einfach mal einen Double Gold Rush und spare ein bisschen Geld. Ich hab gerade eh noch einen Neo-Tank am Feld, also muss ich gerade nicht unbedingt was kaufen. Die Super wäre zwar jetzt sehr verlockend, aber ich brauche sie nachher für die Tech. Das ist das Problem. Die Tech Power, die muss gut durchgeplant sein, weil sobald die da ist, habe ich vor, das Hauptquartier hier in einer Runde zu stürmen. Moment, der ist jetzt auf 8 runter, also ich lasse es vorsichtshalber mal auf Sami für den Fall, dass er mir das Ding noch runter beschädigt. Ich muss die Tech Power sowieso noch ein bisschen aufheben. Den Flughafen, da brauche ich unbedingt.
Dann. Hier müsste ich die meisten Einheiten eigentlich erwischen. Einfach ins Blaue geschossen oder wusstest du, dass sie da sind? Ich wusste, dass der da ist, weil der hat mir letzte Runde hier den Neotank kaputt geschossen. Also war es relativ leicht zu erraten, dass hier ein Megatank steht. Gut, mit dem Double Gold Rush wurde zwar jetzt nicht wirklich was, aber nächste Runde dann. So, jetzt habe ich die wichtigsten Sachen besetzt. Vor allem habe ich den Flughafen, das ist ganz, ganz wichtig. Was willst du da jetzt ausbilden? Zum einen brauche ich ein, zwei Bomber und zum anderen einen Transportcopter. Und vielleicht auch einen Jäger, einfach um zu scouten. Vielleicht nehme ich auch stattdessen einen B-Copter, weiß ich noch nicht genau. Ich brauche auf jeden Fall was zum Scouten, damit ich nicht irgendwo in der Trap reinrenne. Dann holen wir uns nochmal eine große Menge Geld. Weil Geld regiert die Welt, gerade in diesem Spiel. So. So baut man eine Armee. Wie viele Runden sind die fertig? Eine. Kann man immer eine Runde sind. Die sind direkt einsetzbar, sobald die nächste Runde halt anfängt. So. Okay, hier kann man jetzt mal die Mech-Einheit da wegmachen. Okay, das ist gut zu wissen, dass da unten nichts steht. Dann schauen wir mal, ob hier unten was steht. Da steht auch nichts, passt. Das heißt, ich kann hier... Oh, Moment, kommt der schon? Nee, kommt er nicht. Aber ich kann hier... Hatte er nicht noch so eine Absorptionseinheit? Eine was? Ich habe den Namen des Flugzeugs vergessen. Eine Ozium-Einheit hat er noch hier. Ozium-Einheit, ja. So. We need a bomber. Die Einheiten hier behalte ich da für den Fall, dass sich da irgendeine Infanterie- oder Mech-Einheit durch die Wälder durchschleicht und da versucht, mein Hauptquartier zu besetzen.
Das wäre nämlich überhaupt nicht so toll. Und da kommt die nächste Attack Power. Selbstmordaktion. Finde ich toll, dass du sowas machst. Ja. Aktion, die ihn überhaupt nicht. Das war gut. Aber auch nicht. Das ist die Sache mit Chugger. Wenn er Glück hat, dann kann er mit seiner Super Core Power einen richtig kranken Schaden machen. Wenn er kein Glück hat. Tja. Dann rennt er in sein Verderben. Jetzt kommt Mr. I Cripple Everything. Der Grund, warum ich es hasse, gegen Drake zu spielen. Hat dieses Spiel eigentlich einen Multiplayer-Modus? Ja. Hat es. Kann man sogar im selben System spielen. Da hat man ja nicht viel Geld übrig gelassen durch die ganzen Reparaturen. Gold Rush bringt gerade überhaupt nichts. Aber wir sind schon wieder an einen Punkt angekommen, an dem ich mit Eagle einen Bomber habe. Und ab hier kann es schon gar nicht mehr schlecht werden und ich habe die zweite Ozium-Einheit gefunden. Gefällt mir nur überhaupt nicht, dass die gerade da ist. Benzin muss ja auf jeden Fall wieder aufgefüllt werden nach der nach dem blöden Typhoon-Dingens da. So. Wenn ich Glück habe, kann ich nächste Runde die ganze Mission beenden. Ich brauche aber ein kleines bisschen Glück, dass ich nirgendwo in irgendwelche Fallen reinrenne. So. Zuallererst mal müssen wir was klar machen. Nämlich brauche ich jetzt eine Tag Power. Die ich hiermit jetzt habe. Das ist gut. So, jetzt mal schauen, wie weit der Weg frei ist. Bis hier hinten ist er zumindest schon mal frei. Dahin auch. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Tech Power. Mit Tech Power kannst du Gebäude schneller einnehmen, hast du gesagt. Mit Samys Super Core Power geht das, ja. Da
kann ich Gebäude innerhalb von einer Runde besetzen, egal wie viel HP die Einheit hat. Und Eagle ist das perfekte Mittel, um da ein Setup dafür aufzubauen. Und jetzt können wir einmal kurz Earth and Sky benutzen. So, jetzt nochmal ganz kurz schauen, ob der Weg hier auch definitiv frei ist. Ist er auch, das heißt, ich habe gewonnen. Heißt jetzt nochmal so viel kaputt machen, wie wir finden können, damit wir noch den Powerscore ein bisschen hochtreiben können. Voll. Einheiten bauen kann ich gerade keine mehr. Dann lassen wir mal Sami ran. Steht da irgendwas in dem Wald drin? Nö, passt. Dann beenden wir es. Oh, sehr schön. Victorious. Und ein S-Ran. Yep, den gibt's hier bis 280 Punkte. Das ist übrigens der Grund, warum Sami und Eagle in Tech-Kombination total overpowered sind.